Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Scheinbar wohnt hier jemand, und ich wollte mal Hallo sagen, aber ich finde ihn da so Riesenkarten, so Pestkarten an. Drei sogar. Puh! Vier. Okay, vier Ratten. Und viel Schnee, so wie es ausschaut. So, heilt mal. Na, du sollst, ready werden, du Scheißdreck. Ich muss das Baby sehen. Hallo! Ich glaube ich. So, rauf da. Ich will aufs Dach. So. Von da aus wollte ich nämlich runterschießen. Das habe ich gehofft gehabt, dass das klappen könnte. Ich hoffe nur, dass Reynard schon tot ist. Ah nein, er ist bei mir herum. Das ist gut. Ich triff halt nichts. Ja, treffen tue ich echt nicht viel. Hm. Das wäre halt echt schön. Es ist hin. Und da gibt's noch welche. Das Biest kaufe ich mir. Jawohl, Ray tut dir was. Sehr brav. Wir können die nicht schweiben. Echt. So. Ja. Hallo? Viech? Na, jetzt fällt da runter der Pfosten, ne? Ja, da will ich, dass du hingehst. Sind ja noch zwei. Das Biest kaufe ich mir! Ja, das wäre mir recht. Kannst du ruhig machen. Sind es jetzt insgesamt 6 gewesen? Oder 5? So, zack. Auf die 12. Zack, zack, zack. Na, stirbst jetzt mal. Geht ja. Und die Pestrat da drüben noch. So. Ich mach das. Ja, machen wir. So, passt. Jetzt müsste Ruhe sein, oder? Hört sich danach an. Wir werden es aber auf jeden Fall trotzdem speichern. Für den Fall der Fälle, dass doch nicht Ruhe ist. Und dann gehen wir mal schön brav looten. Ich hoffe, dass es im Haus eine Schlafmöglichkeit gibt. Die würde sich nämlich jetzt wirklich anbieten. So. Also schön looten und looten. Und laufen und looten. Im Laufen looten. So. Moment. Lebt da jemand? Es hört jetzt gerade so an, als wenn hier jemand leben würde. Wäre auch nicht schlecht. Und tschüss. Tja. Da, 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 da. Große Heilpflanze. Hm. Aha, da sind drei Leute gestorben. Alte Münze. Da ist ein Loch. Okay, reinfallen kann man nicht. Halt. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Da ist nichts zu holen. Aha. Das ist keine gute Idee. Da ist nichts mehr zu machen. Okay. Ich wollte nur schauen, vielleicht kann man noch was machen. Hier. Plünderer Tod. Aha. Verschlossene Kiste. Da wird hier niemand was dagegen haben. Wenn wir die aufmachen. Okay. Vielleicht das jetzt? Okay. Ach ja, ist natürlich kaputt, ne? So, und jetzt vielleicht. Ja, jetzt passt er. Zu einfach. Zu einfach, genau. Heiltrank, Schwefelbrocken, kleiner gelber Stein und Holzpfeilchen. Das nehmen wir natürlich alles mit. Sehr gut. Einen Krug. Der macht klug.
So. Noch mehr? Also ein Siedler. Aha. Ah, das ist ein Radio, der hier gequatscht hat. Okay, muss man auch wissen. Ich grüße euch aus dem feurigen Herzen Magala. Ja, ich schlafe einmal runter, ne? Also, bis zum nächsten Morgen. Malan hat uns bis heute vor dem Untergang bewahrt. Um Gottes Willen, schalten wir gleich mal aus, da läuft nichts Gescheites. So. So, den Einsiedler haben wir schon mal. Vic. Paket, ID-Karten erhalten. Aha. Elektroschrott. Heiltrank, Einsiedlerin tot. Der ist ein bisschen komisch gestorben. Naja. Trockenfleisch, Elixit, kleiner Heiltrank. Haben wir hier noch was? Krug, eine Anleitung. Warte mal, das ist Krüge. Nee. Entschuldigung. Frosch im Hals. So. Haufenweise Krüge, Öllampe und jetzt die Anleitung. Für einen kleinen Elixit-Trank. Krug. Dann noch mehr Elixit. Noch eine Öllampe. So, noch mehr Bettchen. Ein Besen. Ja. Schön. Dann dürfte es das mal so gewesen sein, ne? Alles schlecht. Auch nicht schlecht. Okay. Dann können wir weiter mit der Quest voranschreiten probieren. Vielleicht können wir doch irgendwie unser Ziel erreichen. Aber ich fürchte, es ist ein bisschen anstrengend. Weil die hier echt sich gut schützen. Auf jeden Fall doch mal speichern. So, weil das Haus da haben wir jetzt ja leer geräumt. Es wäre echt ärgerlich, wenn wir da nicht rankommen würden. Das wäre richtig ärgerlich. Aha, den einen könnten wir ausschalten probieren. Na, sie sind wieder zu zweit. Oh Gott, zu dritt? Es ist echt mühselig. Vorhin sind wieder welche, ne? Beim Haus oben ist auch jemand. Na, großartig. Gar nicht so übel hier, oder? Naja. Dieses eine Item zu kriegen ist schon ein bisschen hart. Oh Mann, schon wieder so ein Unhold. Da wird man schon ein bisschen Ach komm, du blöder Felsen. Da wird man leicht umgehalten. Ich glaube, das haben wir jetzt sogar geschafft. Jetzt muss ich kurz warten. Sind wir jetzt bei der Quest vorbeigelaufen? Freilich ist es da so in einem depperten Haus. Das ist eine Ratte da unten, ne? Die können wir eventuell zusammenhauen. Die würde sich noch anbieten. So. Für ein paar Pünktchen noch. So ein paar Erfahrungspunkte. Ich hoffe nur, dass der Unhold da nicht kommen tut. Was, der ist erledigt. So. Vielleicht können wir da ein bisschen hoch. Aber es scheint wirklich, dass wir Pech haben. Dass wir richtiges Pech haben. Und dass es in so einem depperten Haus dran ist. Es muss ja immer ein Haken an solchen Quests sein, ne? Einfach geht da halt wirklich nie was. Aber vielleicht kommen wir auf diesem Wege zum Dach zumindest drüber.
Wenn wir viel Glück haben, vielleicht ist es ja auf dem Dach drauf. Jetzt würde ich sagen, tun wir hier nochmal speichern. Weil es könnte sein, dass wir Ray hier kurz zurücklassen müssen. Okay. Mist, am Dach rum ist schon mal nichts. Das heißt, es ist hier wahrscheinlich Machtwelle. Klebeband. Boah, Alter. Ma, die zwei. Wie die gestorben sind, ist auch nicht schön. Warum sind solche Teile nicht einfach leichter zum Finden? Echt Frechheit. Es ist scheinbar noch ein Stück weiter unten. Hoffentlich sieht uns dieses Viech da nicht. Ich will nur dieses Teil haben. Was haben wir da? Nein, ich will mich nicht hinsetzen. Da ist sie. Puh, die CPU. Die Hochleistungs-CPU. Wie haben sie? Puh, Alter. Kurz speichern. Alter, ich bin gerade voll ein bisschen am Schwitzen. So. Weil mit diesen Maschinen da ist echt nicht zu spaßen, ne? Die bringen einen halt um. So, dann wollte ich jetzt nur schauen, Öllampe, ob wir noch was mitnehmen können. Aber ich glaube, es wäre mittlerweile gesünder, wenn wir uns hier verpissen. Wir haben ja das Item, was wir haben wollten. Also ist das nächste dran. Und das ist jetzt in dem einen komischen Gebiet da drüben, wo es brandgefährlich sein soll auch. Also würde ich sagen, wir porten uns mal zum Hort. Und hoffen, dass wir das überleben. Jo. Puh. Ach, unfassbar. Zum Hort des Meisters, kann man sagen, ne? So, jetzt ist das irgendwo in diese Richtung dort. Oh, da wächst ein Trollkraut, das nehmen wir auch gleich mit. So. Zack, mitgenommen. Dap, dap, dap. Aha, da ist Magma. Auch nicht schlecht. Das heißt, hier ist es ziemlich heiß in dieser Gegend, ne? Ah, da war was. Warte kurz, Schwefel gibt es hier einen Haufen. Ja, das muss... Ich warte hier. Okay, da ist heiß, mag man halt, ne? Ich brenne, ich brenne! Hilfe, ich brenne. Alter. So warm muss es mir jetzt auch nicht sein, echt. So. Ist halt die Frage, wie wir jetzt dann auf die andere Seite rüberkommen zu tun. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Ja, das kannst du nicht laut genug sagen, mein Freund. Oh weia. Oh weia. Eine Blut, was? So nicht, Freundchen. Mhm. Überhaupt Damage? Ich glaube fast nicht, oder? Doch, die machen Damage. Au. Das geht eigentlich nicht so schlimm. Die Viecher meine ich, sind nicht so schlimm. So, weg damit. Stirb weg. Herr Ray, du darfst hier auch noch. Ich hab die Viecher gibt's echt wahr. Blutkralle, okay. Zack. Zack, zack, zack.
Raid, du darfst auch mal draufhauen. Das nehme ich. Schon hat der Arme selber gerade keine Energie mehr. Ah, immer schön fest drauf. Zack, zack, zack. So. Ich bin gleich mal tot. Wenn der Race nicht bald Gummi gibt. Also Gas, ne? Jawohl, super. Viele Erfahrungspunkte sind es nicht, aber dafür kriegen wir gar nicht so wenig Zeugs. Puh, okay. Können wir wieder speichern. So, ja bitte. Passt. Okay. Den gönne ich mir jetzt mal. Oh, da kommen schon die nächsten. Oh, weia. Das ist übel. Ich habe gerade überhaupt keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Ich will da auf die andere Seite durch. Ich will die Quest endlich machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir es da nicht drüber schaffen. Oh, das habe ich mir schon gedacht. Da muss es einen anderen Weg rüber geben. So ist es schon mal zu weit. Ah, ich sehe schon, da drüben. Halt. Da drüben gibt's was für uns. Da können wir rüber. Das ist gut. Normalerweise soll ich die Viecher da oben noch klatschen, ich weiß es eh, aber meh. Aha, da krebst auch schon links was Komisches rum. Na, mit dir will ich nicht reden. Grad. Ah, du kommst mit. Und zwar flotti. So. Ja. Oh, da ist schon der nächste wieder von diesen. Oh ja, ich bin eh schon hin. Gut wie, ich habe nicht gesehen, dass ich so verletzt bin. Und spucken können die Mistviecher auch noch, ne? Ich verstecke mich mal kurz da hinten. So, das ist schon besser. So. Zack, 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 zack. Und zack. Und weg mit dir. Naja, das ist auch. Da haben wir Ray. Geht ja. Weg ist er. Gut, dann weiter in die Richtung. Oh, ein Heilkraut nehmen wir auch gern mit. Oh. Ach so, das sind so eine Art Kritter. Ach so. Wow. Also der hat gesessen. Oh, oh je. Das wollte ich gerade nicht. Haben wir ihn gepult? Nee, ich glaube nicht. Mann, ey. Ich will nur was trinken. So, ich glaube, das ist gerade ein bisschen verpackt. Oh oh, oh na. Jetzt haben wir zwei. Oh weia. Hallo. Viech, geh sterben. Ja, das ist wenigstens hin. Die müssen hier ganz schnell weg. Boah, die kommt da nicht hoch, ne? Na. Na, du kaufst dir gar nichts, du rennst weg. Boah, ey, Jetpack, ich werde mal voll. Oh. Ray, wo rennst denn du hin? So, nix hier weg. Nix hier weg hier. Lauf, lauf, lauf. Irgendwie in die Richtung. Hoffentlich kommt Ray noch nach. Puh.
Puh, und der Part ist wieder zu Ende. Ich glaube, hier sind wir ein bisschen sicher. Ach, was für ein Mist, echt, wenn man so schwach ist. Naja, was soll. Auf jeden Fall, der Part für heute ist wieder zu Ende. Wir leben noch, das ist das Allerbeste. Und wir kommen unserem nächsten Questziel ein bisschen näher. Das ist auch nicht schlecht. Wobei, ich sehe schon wieder, da unten krebst irgendwas herum. Mal schauen, ob wir es besiegen können. Na gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!